Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen heute das absolute Gegenprogramm zum Karneval. Ganz richtig ist das allerdings nicht, denn Narrenfreiheit, das ist ja eigentlich Meinungs- und Versammlungsfreiheit fast pur und eben derzeit auch etwas eingeschränkt. Und damit sind wir dann schon mittendrin in unserem Thema. Ist der Staat schlecht in Verfassung? Sofern Sie sich über die Formulierung des Titels gewundert haben, ist bewusst mehrdeutig, nicht nur die Frage schwingt mit, ob der Staat in guter Verfassung ist, ob er die Verfassung einhält, sondern ob auch die Staatsbürger überhaupt ihre Verfassung gut kennen. Dazu freuen wir uns, zwei sehr kompetente Gesprächspartner hier in unserem Studio auf dem Stasi-Gelände begrüßen zu können. Zunächst Professor Ulrich Battes, lange Jahre Professor für Verwaltungsrecht an der Humboldt-Universität, und neben ihm Wolfgang Wieland, ich glaube, man darf das sagen, Urgestein der Grünen bzw. der alternativen Liste hier in Berlin, ehemals Rechtsanwalt und unter der ersten rot-grünen Regierung in Berlin Justizsenator. Zu erwähnen sollte man auch, dass er lange engagiert war in der Aufarbeitung, zum Beispiel im Beirat der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Der ursprünglich angekündigte Dritte im Bunde, Peter Grimm, muss leider zur Zahnbehandlung. Schade und gute Besserung von dieser Stelle. Aber wir können hier auch Chatfragen entgegennehmen. Wenn Tarek Götzke das nachher vielleicht kurz einblendet, die Möglichkeit, wie man hier uns per Chat erreichen kann. Ich habe auch einige Fragen vorbereitet, die Peter Grimm und andere sicherstellen würden, wenn sie denn hier wären. Denn das Thema Verfassung ist seit Jahren wieder, man muss es feststellen, in vielen Mündern. Wenn man die sozialen Medien, was ich ausgiebig mache, sich ansieht, dann hat man den Eindruck, die Zahl der Verfassungsexperten wächst exponentiell. Schlägt sich das eigentlich bei Ihnen auch durch in der Fachjuristerei, bei den Fachjuristen, dass es in der Bevölkerung so lebhafte Verfassungsdiskussionen gibt? Also es sind ja nicht nur juristische Laien, wie Juristen in ihrer Arroganz sagen, über Nicht-Juristen, die sich an diesen in den sozialen Medien zu den juristischen Fragen äußern, sondern es gibt ja mehrere Verfassungsblogs und auch ganz spezielle Blogs, die von professionellen Juristen, auch von Kolleginnen und von Kollegen von mir betrieben werden. Also das ist inzwischen ein zusätzliches Medium für die, insbesondere für die Verfassungsdiskussion. Wolfgang Wieland, gibt es sowas wie eine Aufgeregtheit in der Bevölkerung, was Verfassungsfragen angeht? Was haben Sie festgestellt? Also ich sehe es eher positiv. Ja. Die Menschen merken, es wird in ihre Grundrechte eingegriffen in einem Ausmaß, wie es vor anderthalb Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Fragen, wie weit darf ich mein Haus verlassen, darf ich es überhaupt verlassen, brauche ich einen triftigen Grund, darf ich mich alleine mit einem Buch auf die Parkbank setzen, war im ersten Lockdown in Berlin zum Beispiel untersagt. Das geht so stark in die persönliche Sphäre und auch gegen den Grundrechtsträger, dass eine Besinnung tatsächlich da ist, was darf der Staat, wie weit darf er gehen, und in der nächsten Frage, wer ist eigentlich legitimiert, diese Einschränkungen, Einschnitte zu machen, die im Grunde das Leben eines jeden Staatsbürgers von Großmutter bis Enkel reglementieren? Das ist das Reizthema im Moment überhaupt, wenn nicht überhaupt das Thema, was alles dominiert. Die Anti-Corona-Maßnahmen, sowohl, Sie haben es erwähnt, umstritten die Art ihrer Entstehung, als auch natürlich die Maßnahmen überhaupt und auch die Art und Weise, wie dann auf Proteste gegen diese Maßnahmen reagiert wird. Wir versuchen das in so einem Dreischritt hier heute mal abzuarbeiten und springen dann mal ganz richtig rein und hören aus der letzten Bundestagsdebatte die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, Alice Weidel, am vergangenen Donnerstag im Deutschen Bundestag. Das unwürdige Schauspiel geht in die nächste Runde. Eine von der Verfassung nicht vorgesehene Kungelrunde beschließt im Hinterzimmer weitreichende Eingriffe in das Leben und in die Freiheit der Bürger. Die Kanzlerin legt vorher fest, was dabei herauskommen soll. Die Ministerpräsidenten betreiben im Vorfeld PR in eigener Sache, spielen Opposition. Letztlich fügen sie sich doch. Das Parlament jedoch
Die Stimme des Souveräns darf hinterher noch ein wenig darüber debattieren, wie heute, ist aber in die Entscheidung nicht eingebunden. Was für eine peinliche Inszenierung, was für eine dreiste Zuschaustellung von Arroganz der Macht, sehr geehrte Damen und Herren. Und was für eine offene Missachtung der Bürger, die unter ihren einsamen Beschlüssen leiden und mit denen sie umspringen wie mit Untertanen, über deren Leben, Rechte, Schicksale sie nach Belieben verfügen zu können, glauben. Was die Bundesregierung hier betreibt, ist verfassungswidrig. Sie kritisiert die Runden im Kanzleramt unter Führung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Eins ist klar, in der Verfassung findet man solche Runden nicht verankert. Die sind so explizit jedenfalls nicht vorgesehen. Ist das verfassungswidrig, wie Frau Weidel meint? Nein, das ist nicht verfassungswidrig. Das kann man nicht sagen. Es gibt informelle Gremien und das, was die Ministerpräsidentin und Ministerpräsident mit der Bundeskanzlerin absprechen, sind Empfehlungen, die auch nicht verbindlich sind. Und man sieht es ja jeden Tag, dass nachdem man am Mittwoch oder sich getroffen hat, dass am Donnerstag die Länder schon anfangen, davon abzuweichen und individuelle Regelungen treffen. Also verbindlich ist das nicht. Richtig ist aber, dass das Parlament, und da meine ich gar nicht so sehr den Bundestag, ich denke vielmehr an die Landtage und hier in Berlin als das Abgeordnetenhaus, dass die lange nicht hinreichend von ihren Rechten Gebrauch gemacht haben. Das hätten sie ja auch gekonnt. In der ersten Panik ist das unterblieben, das kann man auch verstehen. Aber jetzt ist wirklich die Stunde der Exekutive ist lange vorbei. Wir reden von anderthalb Jahren und nicht mehr von Stunden. Und da müsste sich das Parlament, die Parlamente müssten sich tatsächlich mehr einbringen. Das ist richtig. Wir kommen noch genauer drauf auf die Parlamente und die Verteilung zwischen den unterschiedlichen Gewalten. Ich will noch einen Moment bei der Kugelrunde bleiben, weil das hat sich ja doch sehr stark eingeprägt, die Fernsehbilder da vor dem Kanzleramt. Und man kann ja nicht bestreiten, Sie sagen natürlich zu Recht, im Prinzip sind die Länder, Ministerpräsidenten, die Länder nicht daran gebunden. Aber von der Regierung geht doch eine von der Bundesregierung starke präjudizierende Macht aus. Deswegen ist ja auch Angela Merkel immer persönlich in der Schusslinie, weil heute Faschingsdienstag ist, haben wir hier eine Karikatur, glaube ich, die so ein bisschen dem Datum angemessen ist. Angela Merkel in einer Karikatur, wie sie zündelt. Das ist noch eine sanfte Form der Darstellung. Das wird ja dann teilweise auch recht heftig bis hin zu verkappten oder expliziten Todesdrohungen. Denken wir an diese Galgen. Hexe heißt es oft im Internet. Also irgendwie zieht sie ja auch die Kritik so ein bisschen auf sich. Und das hat sicher auch mit dieser Macht zu tun, die sie ja hat. Ich meine, da gibt es ja so eine Art Deal. Der Bund gibt Corona-Hilfen und dafür müssen die Länder dann das tun, eigentlich, was der Bund macht. Merkel hat ja auch schon, hat man gehört oder gelesen, auf den Tisch gehauen, mit einer Protokollnotiz gedroht. Man denke auch an die Indiskretion in der Presse. Beim letzten Mal konnte man schon lesen, dass der Lockdown bis Anfang März dauern wird, noch bevor also überhaupt die Söders, Dreyers, Kretschmers, Ramelows überhaupt im Kanzleramt waren. Also ist da nicht doch eine Art Übergriffigkeit da, die eigentlich über das hinausgeht, was in der Verfassung der Bundeskanzlerin zusteht oder zugemessen wird? Tut mir leid, sehe ich nicht so. Und ich halte diese ganze Weidelsche Argumentation und erstens für nicht schlüssig und zweitens auch für falsch. Man kann das alles Kugelrunden nennen, aber wir haben Kultusministerkonferenzen, wir haben Innenministerkonferenzen, die haben auch keinen Verfassungsrang, finden regelmäßig statt, weil man im Föderalismus einfach Abstimmungsbedarf hat. Und man kann da nicht einerseits sagen, Diktatorin Merkel, und sich gleichzeitig beschweren, dass sie sich diesen Tort regelmäßig antut, halbe Tage oder ganze Tage mit den Ministerpräsidenten darüber. Nächte auch, wie in Tarifverhandlungen sozusagen oder wie in Koalitionsverhandlungen, das alles auszuhandeln. Und alle, die dort sitzen, sind demokratisch legitimiert. Das muss man doch auch mal betonen. Und sie ist nun mal die Bundeskanzlerin, die sehr wenig mit Vorgaben arbeitet. Sie macht Vorschläge und hat sich im
Herbst zum Beispiel nicht durchsetzen können und hat eine solche Runde beendet mit dem Satz, das langt nicht, was wir heute beschlossen haben, und im Nachhinein hat sie recht behalten. Es hat im Herbst nicht gelangt. Also gerade wenn ich es mal im europaweiten Vergleich sehe, dann sollten wir doch froh sein. Dann sollten wir doch froh sein, dass wir als Bürger auch diese Aushandlungsprozesse mitbekommen, auch möglicherweise durch Indiskretionen oder durch Plaudern in Clubhaus, wie bei Herrn Ramelow, wie es da nun zugeht in diesen Runden. Das ist doch auch ein Stück Transparenz, meine Güte, dass man weiß, wer ist Forscher, wer ist weniger Forsch. Dietmar Bartsch hat das mal sehr schön gesagt zu Söder und zu Laschet. Die sind verhaltensauffällig, weil sie beide auf den Kanzlerstuhl sozusagen spekulieren, aber das ist inzwischen ja auch schon überholt. Also auch die, die mal gesagt hatten, wie Ramelow, ich mache da nicht mehr mit, das ist mir alles hier zu dirigistisch, zu scharf, leisten jetzt im Grunde Selbstkritik und sagen, hätten wir das mal im Herbst gemacht. Also ich sehe es wirklich ganz anders. Ich kenne keinen Staat, wo das so offen debattiert wird. Battis hat recht, das Parlament musste zum Jagen getragen werden. Da musste erst viel öffentliche Kritik kommen. Wo bleibt eigentlich der Bundestag? Wo bleiben eigentlich die Länderparlamente? Dann hat der Bundestag ein Gesetz nachgearbeitet, was eigentlich für Masern und Mumps gemacht war, genau, wo man wirklich Zweifel haben konnte, ob das ausreicht. Ja. Ich will nur noch mal, um das noch mal klarzustellen, Herr Battis hat das schon erwähnt, wer hat jetzt hier eigentlich in dieser Geschichte bei der Pandemie, bei den Anti-Pandemie-Maßnahmen was zu sagen? Also es gibt hier in diesem Haus einen bizarren Streit, ich will das mal so einführen. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, der über diese Räume verfügt, hat mir die für Veranstaltungen eigentlich verweigert mit der Behauptung, die Bundesregierung will, dass möglichst wenig stattfindet. Da habe ich dann gesagt, also mein lieber Bundesbeauftragter, für mich als Verein hier ist nicht die Bundesregierung und schon gar nicht mit so einer Floskel zuständig, sondern die Corona-Ordnung des Landes Berlin. Und da steht bis heute übrigens nicht drin, dass politische Bildungsveranstaltungen von Vereinen verboten sind. Also müsste man die eigentlich stattfinden lassen. Wer von uns beiden, ich will Sie nur in dem Streit nicht in Anspruch nehmen, das ist für Juristen eine Zumutung, wenn Sie nicht alle Argumente auf dem Tisch haben, aber wer hat denn von den Zuständigkeiten da eigentlich recht? Kann der Bund mir als Berliner Bürger Vorschriften machen, ob ich eine Veranstaltung durchführen kann, ja oder nein? In diesem Fall ist maßgeblich das Landesrecht. Das ist gar keine Frage für mich. Gut, dann werden wir das mal weiterverfolgen. Das war also nur ein Nebenkommen. Darüber haben wir doch eben gerade geredet. Wir haben einen Bundestag, der erklärt, wir haben eine Pandemie. Das hat er jetzt als gesetzliches Recht so. Und, bundesweiter Wirkung. Ja, mit nationaler Wirkung. Also eine fürchterliche juristische Formulierung wieder. Aber das muss der Bundestag jetzt immerhin erstmal beschließen. Und das hat er beschlossen. Und dann steht im Gesetz ein ganz langer Maßnahmekatalog, wann man das machen darf. Dann stehen da sogar die Zahlen 50 und 35 drin. Das hat man wunderbar klein fiseliert da reingeschrieben. Aber die Umsetzung passiert vor Ort, passiert eben auf Länderebene in diesen Verordnungen der Länder. Und die sollen es nochmal auf Kreise, auf kreisfreie Städte sozusagen runterbrechen, wenn die Pandemie nicht mehr gleichmäßig überall in der Fläche ist. Das ist sinnvoll, es so zu machen. Um noch mal einen Moment zu bleiben bei der Frage, wie diese Regeln entstehen und das Gesetz, also das Infektionsschutzgesetz, auch die Novellierung vom November 2020 entstehen. Wenn es nur Alice Weidel wäre, die sich da beschwert, wäre es ja vielleicht gar nicht so kritisch und problematisch, sage ich mal. Sie sind ja in der Minderheit. Aber es gibt ja auch andere, ich denke zum Beispiel an den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, der in Teilen ähnlich durchaus argumentiert, dass das ein eher konservativer Jurist so vielleicht macht, ist gar nicht so erstaunlich. Etwas erstaunlicher fand ich es, dass auch ein ehemaliger Richter und Publizist
ziemlich ähnlich argumentiert, der aus dem linksliberalen Lager stammt. Sie ahnen, wen ich meine, Heribert Prantl, den ehemaligen Politikchef der Süddeutschen Zeitung, und der sagte neulich im Deutschlandfunk: Von diesem Gremium, Herr Armbrüster, steht nichts im Grundgesetz. Im Grundgesetz steht ganz deutlich, der Entscheider in einer rechtsstaatlichen Demokratie ist der Bundestag. Der Bundestag kommt in der ganzen Krise viel zu kurz. Wenn wir viel von Lockdown reden, habe ich manchmal den Eindruck, vor dem Lockdown kam der Selbstlockdown des Parlaments. Die Dinge, die heute entschieden werden, über sogenannte Lockerungen, ich bin mit dem Wort Lockerungen schon unzufrieden, wir übernehmen das so selbstverständlich, weil man so tut, als sei die Beschränkung der Normalzustand. Nicht die Beschränkung ist der Normalzustand, die Freiheit ist der Normalzustand. Und die Juristen, entschuldigen Sie, dass ich juristisch argumentiere, aber der Jurist lernt schon im zweiten und dritten Semester, dass nicht die Freiheit sich rechtfertigen muss, sondern die Beschränkung der Freiheit, die Begrenzung, das vergessen wir zu schnell. Die Grundrechte sind auch in Notzeiten ein Leuchtturm und müssen ein Leuchtturm bleiben. Und wenn es darum geht, das Licht etwas zurückzudrehen aus bestimmten Gründen, um der Gefahr besser gerecht zu werden, muss das der Bundestag entscheiden und nicht ein Gremium, das Laschet, Söder, Merkel heißt. Soweit Heribert Prantl, der ehemalige Politikchef der Süddeutschen Zeitung, und der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papke sagte, unserer rechtsstaatlichen Demokratie entspricht es, dass alle wesentlichen Entscheidungen zur Ausübung sowie zur Einschränkung der Grundrechte vom Parlament getroffen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie diesen Gedanken Ihrer Kollegen durchaus was abgewinnen? Der Gedanke ist ja richtig. Es ist nur die Frage, was hier passiert ist. Und da muss man einfach sagen, wir haben dieses novellierte Infektionsschutzgesetz, das, wie gerade richtig gesagt worden ist, eigentlich das alte Bundesseuchengesetz ist, das völlig andere auf ganz andere Tatbestände zielte, das dann nachgebessert worden ist und dann schon in einer sehr detaillierten Weise, weil man ein schlechtes Gewissen hatte. Aber zu sagen, es muss jeder Eingriff in Grundrechte muss vom Parlament beschlossen werden, das ist schlicht falsch. Nicht? Ich meine, die Verwaltung greift, die Polizei greift jeden Tag in Grundrechte ein. Es muss eine gesetzliche Grundlage da sein und die gibt es. Und die kann man ein bisschen nachschärfen, aber es geht in die gesetzlichen Grundlagen im Moment sind da. Das Parlament kann jederzeit verlangen, dass es eingeschaltet wird. Dann muss es das tun, wenn es was dazu zu sagen hat. Und die verfassungsrechtlichen Probleme sind wie immer im Polizeirecht beim Einzeleingriff oder bei der flächenbezogenen eine Maßnahme normativer Art. Da kann es zu Problemen kommen. Und es ist ja so gewesen, während der ersten Welle haben die Gerichte ja auch massenhaft Urteile und auch unterschiedlicher Art gefällt. Aber es hat auch ganz viele Maßnahmen sind aufgehoben worden. Und der zweite Lockdown, also der sogenannte Wellenbrecher, das war ja so ein Rohrkrepierer, da hatte die Kanzlerin wirklich recht, das war von Anfang an eben schief. Und ich bin sicher, wenn die Dinge sich jetzt weiterentwickeln, kommt es wieder vermerkt zu Entscheidungen. Das OVG Berlin-Brandenburg hat ja zum Beispiel jetzt in diesen Tagen schon entschieden, dass das Verbot auf Straßen mit Geschäften ohne Maske zu laufen, also dass das verboten ist, in Straßen, in denen Geschäfte liegen, ohne Maske zu laufen, dass das verboten werden kann. Da haben sie ja jetzt schon entschieden. Das ist viel zu unbestimmt. Was heißt Straße ohne Geschäfte? Für den Kudamm gilt es natürlich. Also das sind die Benannten. Also es wird mit Sicherheit, wenn es jetzt im Zuge, das zeichnet sich, aber wollen wir hoffen, wenn es nicht eine schlimme dritte Welle gibt, wird es jetzt zu differenzierteren Maßnahmen kommen. Und dann wird es auch zu unterschiedlichen Einschätzungen zum Teil bei der gerichtlichen Kontrolle kommen. Aber gehen wir nochmal auf das erste Dreivierteljahr zurück. Sie haben ja zu Recht gesagt, das Infektionsschutzgesetz war für so eine heftige Pandemie gar nicht gedacht. Und da standen also auch bestimmte Maßnahmen. Ich denke an das Beherbergungsverbot, ich denke an die Abschottung von Kreisen etc. pp., die ja doch sehr weit gehen, nicht drin. War es dann doch so, dass in dem ersten Dreivierteljahr da am Recht geschrammt worden ist zumindest? Herr Wieland? Nein, die Aussage entlocken Sie mir nicht.
Ich habe früher immer gerne gesagt, die nächste Wiedervereinigung machen wir besser und sage jetzt auch, die nächste Pandemie werden wir besser machen. Es war doch so, dass kurz vor Ostern vergangenen Jahres alle wie die Schlange aufs Kaninchen auf die Bilder aus Wuhan, aus Bergamo, aus dem Elsass geguckt haben und die Bürger sich zum Teil noch weiter zurückgenommen haben, als sie hätten müssen. Ja, das war ja die große Unbekannte. Wie erwischt es uns? Wir haben ja in den Messehallen ein Notkrankenhaus errichtet, was glücklicherweise nie belegt werden musste. Das heißt, es war ja zunächst wirklich, wie das Bundesverfassungsgericht mal so schön gesagt hat, eine undurchsichtige und volatile Lage von Tag zu Tag wechselnd. Und da bin ich ganz bei Battis. Also wir haben ein Beispiel, wir haben eine Parlamentsarmee. Das heißt, ob sie in Afghanistan ist oder nicht und wie lange entscheidet der Bundestag. Sonst darf da niemand hin. Aber bitte schön, was Sie da machen, ob Sie ausrücken, ob Sie auskundschaften, da muss ich doch nicht jedes Mal eine Parlamentsentscheidung dafür haben. Sie dürfen dahin gehen, Sie dürfen jenes machen, dann würden wir uns ja restlos lächerlich machen. Sollte ja durch. So. Und hier hatte man ein schlechtes, nicht passendes Gesetz. Ja, man kann kritisieren, dass der Bundestag bis November brauchte, um das nachgearbeitet zu haben. Ja, kann man machen, aber er hat es gemacht. Nur das Grundsätzliche, dass wir einen Gesetzgeber und einen Verordnungsgeber haben und der Verordnungsgeber viel schneller sein muss, als der Gesetzgeber je sein kann und auch wirklich wöchentlich wechselnde Situationen reagieren muss. Das ja. Und last but not least, Battis hat es auch gesagt, wir hatten einen funktionierenden Rechtsstaat, was die Gerichtsbarkeit angeht. Die haben nicht gesagt, geschlossen wegen Corona, sondern sie haben sich diesen ganzen Verfahren gestellt. Es gab höchst unterschiedliche Entscheidungen, ob man ins Puff gehen darf oder nicht, ob die Stoßatmung da nun zu viel ist und was der Unterschied zum Friseur ist und was der Unterschied zum Tattoo-Studio ist. Da wären auch ganze Juristinnen und Juristengenerationen mit Klausuren und anderem ihre Freude haben, nehme ich mal an, in Zukunft, weil buchstäblich alles ausgeurteilt wurde. Und von daher finde ich diese Aussage, wir sind nicht mehr in einem Rechtsstaat, wir sind nicht mehr in einer Demokratie, völlig daneben. Wir sind es. Die Kommentare von Prantl sind immer gut. Das ist das hohe Lied aufs Parlament. Ja, wie gesagt, da gab es Mängel, aber jetzt tagt das Abgeordnetenhaus sonntags. Tag sonntags, um die neue Verordnung sozusagen zu debattieren. Das heißt, Sie haben ja auch dazu gelernt und haben ja auch gesehen, was die Bevölkerung von Ihnen erwartet, was die Journalisten von Ihnen erwarten. Ganz kurz eingehakt bei den Urteilen. Ich glaube, das Berliner Verwaltungsgericht hat sogar eine spezielle Kammer inzwischen für Corona-Entscheidungen eingerichtet. Da ist einiges zu tun, aber der Anwaltsverein war es, glaube ich, der gesagt hat, sind über 200 Urteile und dann sind so merkwürdige Wellenbewegungen zu verzeichnen gewesen. Eine Zeit lang wurde viel aufgehoben, dann wurde auf einmal viel bestätigt. Das mag ja beim juristischen Laien dann doch so wirken, als wenn die Juristen, die Richter vielleicht doch irgendwie sich von der Politik beeindrucken lassen und der Politik folgen. Sie schütteln den Kopf. Die Richter lernen dazu und die Lage verändert sich. Es ist ja gerade gesagt worden, volatil. Und dann, auch die Gerichte haben, geben natürlich der Exekutive auch eine gewisse Einschätzungsprärogative, also dass die zunächst einmal besser beurteilen können, was passiert. Also, dass die Gerichte willfährig waren, also das kann man nun beim besten Willen nicht sagen. Es gab ja Kritik, dass das Bundesverfassungsgericht sich erstaunlich zurückgehalten hat. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Ja, denn was hätten die in Karlsruhe dazu sagen sollen? Ich meine, das ist doch gar nicht, das ist einfach nicht deren Aufgabe, sondern sie sollen, wenn Rechtsbrüche passieren, sollen sie aber Zweckmäßigkeitserwägung, Prognosen, die unsicher sind, Maßnahmen, von denen jeder weiß, dass sie am nächsten Tag vielleicht wieder schon zurückgenommen werden müssen, das ist doch nicht alles justiziabel.
Nun haben Sie ja beide gesagt, dass eine gewisse Verbesserung durch die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes eingetreten ist im November 2020. Nun ist auch gerade diese Novellierung ja im Schweinsgalopp durchgezogen worden, was auch nicht jedem gefallen hat, auch nicht jedem Parlamentarier. Frau Merkel musste sich sogar, das ist ja ungewöhnlich im deutschen Parlamentarismus, die Mehrheiten jenseits ihrer Koalition suchen. In Italien passiert das alle Nase lang, in Deutschland ist das eher der Ausnahmefall. Und der schon mehrfach zitierte Hans-Jürgen Papier, ehemaliger immerhin Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, der hat Zweifel zum Beispiel, dass manche die Wirtschaftsfreiheit beschränkenden Maßnahmen, also jetzt nach der Novellierung, rechtskonform sind. Zitat: Betriebe müssten schließen aus Gründen des Gemeinwohls, also nicht, weil sie konkret jemanden gefährden, sondern um der Allgemeinheit mit dieser Maßnahme zu dienen und nicht, weil die Inhaber konkret ansteckungsverdächtig gewesen wären. Da wurde ihnen dieses Sonderopfer abverlangt, so Papier. Das Infektionsschutzgesetz ist für solche flächendeckenden Lockdown-Regelungen gar nicht ausgelegt. Also doch rechtswidrig? Nun, das ist der letzte Satz ist richtig. Das Infektionsschutzgesetz, das ist ja schon vorhin gesagt worden, hat an diese Fälle überhaupt nicht gedacht. Und man hat auch das Staatshaftungsrecht ist zugeschnitten auf Einzelfälle, aber nicht auf eine flächendeckige bundesweite Pandemie. Wir haben früher ein anderes Beispiel gehabt, als vom Waldsterben die Rede war. Da hat der Bundesgerichtshof irgendwann gesagt, da wurde auch geklagt, das müsste jetzt auch entschädigt werden. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, also das muss der Gesetzgeber regeln. Das ist nicht mehr richterrechtlich machbar und das wird sicherlich da auch zu noch ergänzenden Regelungen kommen, da bin ich ganz sicher, aber es muss nicht der Begriff des Sonderopfers, ich meine, das ist Enteignungsrecht, da wollen wir mal lieber jetzt nicht so speziell einsteigen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch im geltenden Recht, wie der Staat bestimmte Schädigungen, die Einzelne erleiden, abfedert. Und da gibt es ja auch im Moment eine ganze Menge von Möglichkeiten, dass der Vollzug da auch wieder, denken Sie an die Kritik an Altmaier, wieder nicht so gut ist. Ja, nun, auch das ist verständlich. Aber zu sagen, das ist verfassungswidrig alles, das ist sicherlich nicht der Fall. Da gibt es bessere Beispiele, um neue Rechtsvorschriften zu fordern. Derzeit wird ja mit Grenzkontrollen und neuen Verboten von Grenzpassagen wieder auf andere Art in die Freizügigkeit eingegriffen. Ostern soll möglicherweise nicht gereist werden. Und man hat den Eindruck, dass gerade ja in Ostdeutschland, wo man 45 Jahre mit drastischen Freiheitsbeschränkungen leben musste, besonders sensibel auf solche Maßnahmen reagiert. Die Schließung der Grenze zur Tschechoslowakei 89 war ja geradezu ein Motor für die Demonstration im Süden der damaligen DDR. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Maßnahmen jetzt dort, vielleicht sogar in diesen Regionen, besonders auf Unverständnis stoßen, weil da so ein Nachhall von damals da ist? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also meine Güte, wir haben eine weltweite Pandemie. Dann muss man mir mal sagen, welches Land wirklich verzichtet auf derartige Maßnahmen. Da werden immer Beispiele Taiwan gebracht, Neuseeland, Israel. Das sind entweder Inseln oder Länder mit geschlossenen Grenzen. Israel hat einen internationalen Flughafen. Der ist relativ gut pandemisch zu kontrollieren. Die Bundesrepublik ist in dem Sinne nach allen Seiten offen. Und wir merken es jetzt ja, welche wirtschaftlichen Auswirkungen schon dadurch entstehen, dass man ja den Lkw-Fahrern sagt, bringt ein negatives Testergebnis mit. Es gibt ja keine Einreisesperre, sondern bringt ein negatives Testergebnis mit. Schön ist das nicht, sage ich ganz ehrlich. Mich hat beim ersten Lockdown am meisten aufgeregt, dass die Berliner nicht mehr nach Brandenburg sollten und die Brandenburger nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern, selbst wenn sie da alleine in ihrer Ferienwohnung isoliert gesessen hätten. Das haben im Übrigen auch die Gerichte korrigiert. Politisch hätte ich mir, das ist aber eine andere Frage, politisch hätte ich mir vieles anders
gewünscht. Aber damit nehme ich die rechtliche Grundlage sozusagen nicht in Zweifel. Ich hätte mir auch gewünscht, ganz deutlich, dass man bei Gastronomen beurteilt, ob sie hinreichende Vorkehrungen gegen Infektionen getroffen haben. Und dass ein Gastronom, der Plexiglasscheiben aufgestellt hat, der die Tische auseinandergezogen hat, der sogar so eine Virenkiller installiert hat als Belüftungsinstrumente, der mit Ökostrom seine Terrasse beheizt hat, dass der dennoch zumachen musste, fand ich nicht richtig. Da hätte ich wirklich unsere Gaststättenaufsicht und in Trab gesetzt und gesagt, ihr müsst im Einzelnen sehen, ob das safe ist, auch wenn es richtig Arbeit ist. Aber bitte, das ist eine politische Frage. Manche würden Sie jetzt gerne sicher als Berater im Kanzleramt sehen. Herr Battes, wollten Sie was ergänzen? Ja, ich finde, wir sollten jetzt mehr auf die Zukunft schauen. Und die Zukunft bedeutet doch, es wird, wenn jetzt nicht eine dritte Welle kommt, wird das doch dazu führen, dass die Maßnahmen differenzierter sein müssen, dass sie kleinteiliger sein müssen, dass neue Hilfen, also was den Impfschutz angeht, dazukommen, dass Impftests und alle diese, also dass ein ganzes Bündel von neuen Maßnahmen, einschließlich der Impfmöglichkeit. Ich meine, niemand hat damit gerechnen können vor einem Jahr, dass das jetzt schon da ist, die Impfstoffe. Auch wenn das bei uns im Moment nicht so gut umgesetzt wird. Aber das wird kommen. Und weil Israel angesprochen worden ist, immer als Beispiel. Ich meine, Israel ist ein Land, das in 15 Minuten gefechtsfähig ist. Wir brauchen 2 Jahre. Ja, also das ist eine andere Gesellschaft, die haben eine andere Bedrohungslage. Und was die Grenze zwischen Sachsen und Tschechien angeht, ich habe dort Enkelkinder und Familie, ja, im Moment ist das doch beängstigend, und dass man dort zu Maßnahmen greift. Also da sollte man wirklich nicht 1968 Prager Frühling, das ist wirklich eine andere Situation. Dennoch, Wolfgang Wieland hat jetzt so ein bisschen meine Frage nach diesen DDR-Konnotationen weggewischt mit dem Bonmot des sinkenden Vergleiches. Aber man kann ja nicht ganz wegdiskutieren, dass das da ist in der ostdeutschen Gesellschaft. In Facebook, in den sozialen Medien ist das erstaunlich präsent, dass immer wieder DDR-Vergleiche zu hören sind, sogar, was einen besonders erstaunt, von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern. Ist das irgendwie nachvollziehbar, dass solche Gedanken hochkommen? Gibt es dafür eine Erklärung? Weil es sind ja keine Einzelpersonen, das sind ja doch und auch nicht alles nur Leute, wo man sagt, muss man jetzt gar nicht zuhören, wenn die was sagen. Also zumindest auch Namen, die mal eine Bedeutung gehabt haben und vielleicht auch in manchen Kreisen immer noch eine haben. Ja, also das ist ja auch Teil des Meinungskampfes und der Auseinandersetzung. Wir setzen wo, ab wann wissen Sie das? Na, sagen wir es nochmal. Also, wenn heute Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik gemacht werden, dann werden sie tatsächlich gemacht, um die Bevölkerung gerade in den Grenzregionen zu schützen. Und wenn man sich die Landkarte ansieht, na bitteschön, das geht von Greifswald, Vorpommern bis runter ins Vogtland. Die Grenzregionen sind besonders belastet. Und das hängt natürlich mit dem Austausch, mit dem Pendeln zusammen, und das geht sogar ja noch, wie wir wissen, noch weiter, Tirschenreuth, die ganze Oberpfalz, und dass da die Verantwortlichen reagieren müssen, Ministerpräsidenten von Bayern und von Sachsen, halte ich für richtig. Niemand soll weggesperrt werden, meine Güte, sondern es soll eingedämmt werden. Es soll die Corona-Infektion nach Möglichkeit eingedämmt werden, und die Werte sind ja benannt, dieses berühmte 50 von 100.000 oder 35 von 100.000. Das kann sich ja jeder in den Statistiken ansehen, wann von Gesetzes wegen inzwischen von Gesetzes wegen wieder zurückgefahren werden muss.
Also mir fehlt wirklich in der Sache das Verständnis, im Dialog und in dem Streit. Natürlich muss man das austragen. Es ist legitim, auch einen anderen Standpunkt zu haben. Es ist wenig legitim, sozusagen nach einem Diktator, oder es ist gar nicht legitim, nach einem Diktator oder nach Zugriff oder nach anderem zu rufen oder nach dem starken Staat zu rufen. Ich denke, insgesamt bewährt sich unser Rechtsstaat und insgesamt bewährt sich auch unsere Demokratie. Und die Bürger haben dieses Jahr an der Wahlurne sehr viel Gelegenheit, dort ihr eigenes Urteil auch abzugeben. Gut, das kommt im Herbst dann, das große Aufrechnen, da sind wir alle sehr gespannt. Dennoch, das hat sicher auch mit dem Profil unseres Vereines zu tun, der sich ja sehr mit der DDR-Aufarbeitung und den Spätfolgen, auch den mentalen Spätfolgen auseinandersetzt. Die Kritik und diese DDR-Vergleiche haben ja auch sehr stark damit zu tun, wie mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen umgegangen worden ist. Also weniger natürlich den Protesten vor Gericht, sondern den Protesten dann auf der Straße oder im Internet, wo dann Leute demonstrieren wollten. Und dann hat sich herausgestellt, vor allem in der Anfangszeit, dass sie das gar nicht so durften, wie sie wollten und wie sie sich das gedacht haben. Es gab Auflagen, es gab Verbote von solchen Demos. Und dann hieß es, und das habe ich auch von Leuten gehört, die ich eigentlich für intelligent gehalten habe bisher jedenfalls, das greift in die Meinungsfreiheit ein. Im Artikel 5 steht, ich darf hier meine Meinung artikulieren. Im Artikel, welcher ist es, 8, glaube ich, Versammlungsfreiheit, dass ich mich hier versammeln darf. Beides ist verboten worden jetzt hier. Also die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit ist hier eingeschränkt worden. Die Verfassung ist gebrochen worden. Ich habe hier kein Recht mehr. So ist argumentiert worden. Entschuldige, ist nicht meine Argumentation, aber ich referiere das. Ja, aber das ist natürlich überzogen. Nicht jede Einschränkung eines Grundrechts. In fast allen Grundrechten im Grundgesetz steht drin, dass sie aus besonderen Gründen eingeschränkt werden können. Also von Verfassungsbruch kann da nicht die Rede sein. Das zu Anfang, das haben Sie ja zu Recht gesagt, zu Anfang hat man überreagiert und hat Demonstrationen ganz verbieten wollen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ganz schnell kassiert und die Gerichte sind dem auch ausnahmslos gefolgt. Und dass es Auflagen gibt, ja, Moment, das ist absolut normal. Die gibt es bei jeder Demonstration und zu Recht. Und wenn rechte Demonstrationen sind und NPD-Demonstrationen oder linksradikale Demonstrationen, dann fordern alle immer, dass diese Auflagen auch angeordnet und durchgesetzt werden. Und wenn jetzt bei Corona vor allen Dingen von Menschen, die erklären, wir halten uns nicht an die Auflagen. Und das ist ja geschehen. Es ist mehrfach gesagt worden, wir halten uns nicht an die Auflagen. Oder man hat es gesagt und die Erfahrung hat gezeigt, dass man trotz Zusagen bewusst eben ohne Mundschutz und ohne Sicherheitsabstand herumgelaufen ist. Und es zeichnet sich ja auch ab, dass diese, ja, zu weit gegangenen Demonstrationen, dass die ja wohl auch Spreader waren, die eben dazu geführt haben, dass jetzt mehr Infektionen gekommen ist. Also die Grundrechte, das muss man nochmal ganz klar sagen, gerade die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit ist vom Bundesverfassungsgericht geschützt worden, sie wird umgesetzt und im internationalen Vergleich durchaus liberal. Sie sagen das jetzt so selbstverständlich, fast jedes Grundrecht ist auch einschränkbar oder wird auch eingeschränkt durch andere rechtliche Vorschriften. Also ich habe mit Verlaub den Eindruck, dass das gar nicht wirklich so wie Ihnen natürlich, bei Ihnen ist das täglich Brot in der Lehre gewesen und im juristischen Handwerk gewesen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das jedem so geläufig ist. Vielleicht versuchen wir das mal, ich glaube, wir haben den Artikel 5 hier auch vorbereitet. Da ist er. Das ist sozusagen der Artikel 5 in purer Form, also in dieser absoluten Form, wie er dann auch immer zitiert wird von den Leuten, die das kritisieren. Die sagen, da steht's doch, jeder hat das Recht, das und das zu machen. Und wenn ich jetzt eingeschränkt werde, dann ist das eigentlich nicht Recht und ist Diktatur. Nein, also nochmal. Ja, so wird argumentiert. Ja, aber ja, jetzt muss ich mal eingreifen. Hier wird niemand eingeschränkt.
Dieses Recht hat jeder die ganze Zeit gehabt, in Wort, Bild und Schrift. Dann haben wir Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Die ist auch nicht einschränkbar. Dann sind wir hier bei diesem Beispiel, was dürfen wir hier als Verein, als Mieter der Bundesregierung, darüber lässt sich streiten. Aber für Versammlungen im öffentlichen Raum hat es immer die Möglichkeit auch von Auflagen und Einschränkungen gegeben. Die sind bei uns nicht genehmigungsbedürftig, aber sie sind anmeldebedürftig, damit die Ordnungsbehörde oder die Polizeibehörde auch Auflagen machen kann. Das ist soweit kleines Einmaleins. Können wir das noch mal stehen haben, das kleine Einmaleins? Hier haben wir auch vom Artikel 8, wenn wir schon ein kleines Einmaleins machen, dann bitte richtig diesen doch eher absolut klingenden ersten Satz stehen und dann, wie es übrigens auch im Artikel 5 so ist, diesen einschränkenden Satz. Ja. Ich muss zugeben, als ich sehr jung war noch, am Anfang meines Studiums, und ich den zweiten Satz gelesen habe, habe ich gesagt, naja, der hebt das erste ja auf, da kann ja jeder ankommen und im Grunde genommen das damit aussehen. Nein, gerade im Haus der Stasi hier, es heißt, innerhalb von Räumen, von Gesellschaftsräumen, von Theatern, von Kinos, von Opernhäusern darf ich mich versammeln, ohne dass ich es anmelden muss. So, dieses Recht habe ich, da hat auch keine Polizei was zu suchen. Das ist das Besondere von Absatz 1. Und die Einschränkung ist nur unter freiem Himmel, weil das ist ja nun auch klar, da auch andere Interessen zu berücksichtigen sind. Eins noch, der Gesetzgeber hat ja auch hier nachgearbeitet und hat drei Ausnahmen in diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes reingeschrieben. Eine für Kirchen und Glaubensgemeinschaften, eine für Demonstrationen und eine für den ganz persönlichen Bereich im Alten- und Pflegeheim auf die Isolation bezogen. Und hat gesagt, wenn ihr das einschränkt, dann habt ihr eine besondere Nachweispflicht, dass das nötig ist. Ja, das sind die drei Dinge, die man nochmal unter einem besonderen Schutz in diesem Gesetz gestellt hat. Und Battis hat es doch gesagt, meine Güte, Sie sind doch hier die Reichstagstreppe hochgestürmt, das hätten Sie nicht machen sollen. Sie durften hier demonstrieren, obwohl es klar war, dass ein großer Teil ohne Maske kommen würde, obwohl die Gefahrensituation vorher erkannt worden ist. Und die war insbesondere in den Bussen, weil die gemeinsam angereist sind. Und da war sozusagen offenbar das Übertragungsmoment. Das heißt, das war eine Versammlung von Unvernünftigen. Das muss man ihnen auch deutlich sagen. Diese Querdenker und. Ein Bürgerrechtler, der wirklich stolz ist auf seine Vergangenheit vor 30 Jahren oder auch danach, der sollte mit denen nicht gemeinsam auf die Straße gehen. Wir machen jetzt vielleicht mal einen Strich unter dieses kleine verfassungsrechtliche Kolloquium. Ich will jetzt mal eine ganz andere Perspektive nochmal in die Verfassungsdebatte reinnehmen. Wir haben ein Bild von einem Denkmal in Polen, dem Solidarność-Denkmal. Und das erinnert daran, wie eigentlich alles anfing mit dem großen Umbruch in Europa, als das Sowjetkommunistische Reich zusammengebrochen ist, 89-90. Und danach gab es ja die Hoffnung auf eine Ära der Freiheit und der rechtsstaatlich verfassten Demokratie. Und inzwischen ist da ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. In Polen wird gerade über die Beschränkung der Presse und auch tragischerweise über die Aufarbeitung der NS-Diktatur gestritten. Also da darf man nicht mehr jede Forschungsthese vertreten, sondern das wird sogar gerichtlich verfolgt, wie wir inzwischen wissen. Wir haben auch einen anderen Hoffnungsträger von damals, der etwas mutiert ist, Viktor Orban, und heute so das Plakat auch als Verächter der europäischen Verfassungsnormen gilt. Wir alle kennen das Wort Diktatorchen, was der ehemalige EU-Präsident halb scherzhaft, aber auch nur halb scherzhaft gewählt hat. Auch hier in Ungarn wurden die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft und die Medien beschränkt.
gerade derzeit der letzte freie Radiosender, also on air jedenfalls freie Radiosender, Club Radio in den USA, der Sturm auf das Kapitol, ein Verfassungsorgan. Auch das wirkte ja irgendwie wie ein Menetekel. Was ist eigentlich los in der westlichen Welt? Geht der westliche Esel aufs Eis, weil ihm es jahrelang zu gut ging mit den Freiheiten, oder geht es ihm schlechter und wirft er deswegen seine Werte über Bord? Wie würden Sie das? Ja, nun, das sind ja doch sehr umfassende globale Fragen. Zunächst mal würde ich mal sagen, in den USA ist eben nach dem Sturm gewählt worden und die Wahlergebnisse sind ja doch sehr deutlich, auch wenn der abgewählte Präsident nicht darüber hinwegkommt, dass er so viele Stimmen bekommen hat wie noch nie ein republikanischer Kandidat und deshalb nicht versteht, dass er nicht weiter Präsident sein kann. Aber das ist sein Problem und nicht unseres. Also insofern würde ich mal, USA ist tief gespalten in vieler Hinsicht. Das ist aber schon seit mindestens 20 Jahren so, wenn nicht schon länger. Und was Polen angeht, das ist natürlich eine Tragödie insofern, weil Polen ist das Land, das einzige Land, das die Sowjetunion nie in den Griff gekriegt hat. Alle zwei Jahre gab es in Polen Unruhen. Und die haben immer durchgehalten und ihnen verdanken wir in erster Linie, dass die Trennung Europas aufgehoben worden ist. Und die Ungarn haben immerhin den eisernen Vorhang durchgeschnitten. Das sind beides natürlich stark populistische Tendenzen, die es auch anderswo, Sie hätten auch Brasilien noch sagen können oder Philippinen. Also es gibt viele Länder. Nun, aber dann 1989 hat Herr Fukushima vom Ende der Geschichte gesprochen. So ein Unsinn. Ja? Und jetzt hat sich das westliche Modell, so damals liberale Modell, hat sich weltweit durchgesetzt. Ja, nun, die Geschichte lehrt, es gibt immer Hin- und Pendelbewegungen und im Moment erleben wir eine Pendelbewegung, ja, das ist schlimm, in mehr populistische Richtung, weil auch die Probleme zum Teil größer sind. Denken Sie mal, was die Menschen in Polen, im östlichen Teil Polens, wo die Hauptwähler der jetzigen Regierung sitzen, die sind gut zufrieden, weil sie mehr soziale Hilfen bekommen, die vor der vorher regierenden Regierung eben mehr ein liberal-westliches, aber auch fast neoliberales Modell geführt haben, was auch bei uns jetzt nicht mehr mehrheitsfähig ist. Also das ist eine schlimme Entwicklung und da gibt es nur eins, da muss man gegenhalten, da muss man solch einen Unsinn, wie Frau Weidel erzählt, da muss man einfach sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht und dann wird man, das ist die Hoffnung in jeder Demokratie, wird die Mehrheit der Wähler, ist rational, zur rationalen Diskussion fähig und es gibt immer einen gewissen Prozentsatz, ja, der nicht rational erreichbar ist und das wird man auch nicht ändern können. Also ich würde wirklich sagen, das Wahlergebnis in USA ist ein wichtiges Signal und könnte die Gegenbewegung wieder stärken. Und wir sind hier in Deutschland Gott sei Dank davon doch noch deutlich entfernt, auch wenn eine populistische und zum Teil auch rechtsradikale Partei im Bundestag sitzt. Ein Verfassungsexperte, Maximilian Steinbeiß, den hätte ich gerne heute hier gehabt, der konnte leider nicht. Der hat ja beschrieben, wie die Beschränkungen in Polen und in Ungarn eigentlich fast immer mit Einschränkungen der Verfassungsgerichtsbarkeit einhergingen. Also man hat angefangen, die Gerichte, die dritte Gewalt auszuhöhlen über die Verfassungsgerichte durch den Austausch von Richtern, die Begrenzung der Kompetenzen. Und er hat dann etwas provokant sicher gemeint, das ginge, wenn man es irgendwie so macht in der Bundesrepublik auch. Wie sturmfest ist denn das Grundgesetz und hätte man nicht 1990 besser doch eine neue gesamtdeutsche Verfassung machen müssen? Wäre die vielleicht krisenfester? Man hätte sie nach unseren grünen Wünschen aus anderen Gründen machen sollen, aber erd- und krisenfest, da gibt es ja diesen schönen Satz von Böckenförde, ist eine Verfassung nie. Sie lebt davon,
dass die Verfassungspatrioten sie verteidigen und sie tragen und dass intelligente Professoren sie auch weiterentwickeln. Und das passiert bei uns bisher, muss man sagen. Polen ist wirklich ganz schlimm, wie sie die Richter rasieren, wie sie die Justiz rasieren und die EU viel zu wenig dagegen hält. Wirklich viel zu wenig dagegen hält, zaghaft sagt, wenn der Europäische Gerichtshof auch grünes Licht gibt, dann können wir euch eventuell die eine oder andere Subvention kürzen. Das schreckt noch nicht genug ab. Das ist hanebüchen, das ist ganz offen. Man schickt Richter in Zwangspensionierung, holt sich Willfährige ran. Beim Abtreibungsrecht haben wir jetzt gesehen, wohin das führt. Ja, das ist schlimm. Aber was soll ich dazu sagen? Also Joschka Fischer sagte immer so schön, ich ging wohlgemut ins Bett, wachte auf und Trump war gewählt. Ich ging wohlgemut ins Bett, wachte auf und der Brexit war passiert. Die Konsequenz kann ja nicht sein, nicht mehr schlafen zu gehen, ja, sondern dagegen zu arbeiten, dass solche irrationalen Dinge in Zukunft weiter geschehen. Sich mit Polen und Polen, auch Berlin ist ja wirklich sehr dicht dran, auszutauschen, ihnen Solidarität zu bekunden, den Richterinnen und Richtern, um die es geht, und auch den Frauen, die dort demonstrieren, und zu zeigen, es gibt auch eine europäische Gegenöffentlichkeit gegen solche Maßnahmen. Ihr seid nicht allein, das klingt ein bisschen abgegriffen, aber ich finde, es ist notwendig. Herr Battes hat eine Ergänzung oder einen Widerspruch? Nein, aber ergänzt, ja, auch ein bisschen vergiften. Also man muss erst mal sagen, die EU, das Rechtsstaatsverfahren, was man dort einleiten kann, geht nur einstimmig und das wird nichts. Ganz einfach. Das sind schon zwei, die dann nicht mitmachen und die Visegrad-Staaten machen im Zweifel auch nicht mit. Einfach aus Solidarität, weil sie dieselbe Vergangenheit haben. Deshalb ist es schon mal wichtig, dass der Europäische Gerichtshof jetzt in mehreren Entscheidungen schon mal gesagt hat, das, was in Polen mit der Gerichtsbarkeit gemacht worden ist, ist unzulässig. So, und jetzt hat man sich, um zu verhindern, dass die Mittel der EU zur Bekämpfung der Pandemie, dass die nicht durch Polen und Ungarn blockiert werden, denn das hätten sie gekonnt, hat man gesagt, naja gut, wir greifen erst dann ein, wenn der EuGH, der Europäische Gerichtshof, auch diese Maßnahmen, dieser Mechanismus, wenn ihr nicht jetzt rechtsstaatlich ordentlich seid, dann kürzen wir euch die Mittel, wenn der das abgesegnet. Aber jetzt noch was Böses. Die Weimarer Republik ist gestorben daran, es gab zu wenig Verfassungspatrioten. Im öffentlichen Dienst saßen überwiegend Leute, die eben, außer in Preußen zum Teil, die eben gegen die Republik waren. Und die Arbeiterschaft ist übergelaufen zu den Nazis, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und zur selben Zeit, hat in USA Roosevelt als Präsident agiert und er hatte unglaublichen Widerstand gegen seinen von uns allen so gelobten New Deal, ja, also eine starke Sozialpolitik, die den Konservativen in den USA nicht gefallen hat. Und was hat Roosevelt damals ernsthaft erwogen? Nicht nur so ernsthaft erwogen, Package, das heißt, das Gericht wird aufgestockt. Ja, bisher sind es 9 Richter, dann machen wir daraus mal 16 und dann haben wir auch eine Mehrheit, die unsere Politik absegnet. Das hat er ernsthaft erwogen, dann hat er die Wahl gewonnen, dann konnte er es lassen. Also man muss auch sehen, gegen Angriffe der Verfassung, gegen die Verfassung hilft nur eine Mehrheit von Demokraten und Verfassungsfreunden und sonst ist Feierabend. Also es ist so fast so, als wenn Sie geahnt hätten, was ich als nächstes fragen will. Ich habe zum Schluss vielleicht eine kleine Karikatur zum Thema Demonstration. Wir haben ja das Problem, dass mehrere Seiten ja versuchen oder für sich reklamieren, dass sie die Rechte der Bürger schützen. Und wenn man sich das teilweise konkret in den letzten Wochen und Monaten da hier gerade in Berlin, aber auch in Leipzig zum Beispiel angeguckt hat, dann hat man den Eindruck, da prallen dann auch zwei Seiten aufeinander, manchmal sogar mit ähnlichen Methoden.
und sind in Gefahr, aufeinander loszugehen. Sie haben es ja schon mal erwähnt, die erste Deutsche Republik ist genau daran kaputt gegangen, dass die Gruppierungen aufeinander zugegangen sind und sich dann irgendwann die Köpfe eingeschlagen haben und der Sieger sich dann durchgesetzt hat. Wie kann man das diesmal, das ist vielleicht meine Schlussfrage an Sie beide, wie kann man das diesmal besser machen? Naja, also ich denke, wir machen es ja schon besser. Wir haben diese schlimme Kungelrunde, um die wir da jetzt ja geredet haben. Da ist immerhin ein Ministerpräsident der Linken dabei, da ist ein Ministerpräsident der Grünen dabei und da sind mit Ausnahme der AfD alle politischen Farben vertreten. Das heißt, diese berühmte Zangenbewegung aus der Weimarer Zeit, die haben wir nicht und ich denke, wir werden sie auch nicht bekommen. Bei aller Kritik, die ich an vielem auch bei der Linkspartei habe, aber ich denke, diese Zangenbewegung werden wir nicht bekommen. Was vorhin Professor Battis auch angesprochen hat und in der Frage ja auch intendiert war, warum gibt es diese Strömung überhaupt? Ja, das hat für mich auch ganz viel mit Migration zu tun. Das hat hier bei uns die AfD groß gemacht. Das war 2015. Das war nicht der Euro, das war ein Professorenthema. Es war auch nicht Corona, es war 2015. Die Flüchtlingswelle. Und Orban hält sich deshalb, weil er seinen Ungarn sagt, die halte ich euch vom Leib. Und die Polen fügen noch hinzu, auch Homosexuelle und Radfahrer haben in unseren Polen nichts zu suchen. Die bleiben in der Bundesrepublik. So. Und die Welt in Bewegung, wandernd, Migrationsströme immer wieder hervorbringend, da haben wir noch keine Antwort. Also die europäische Flüchtlingspolitik gibt es ja im Grunde nicht. Es ist ein Schwanken von Alarmismus, es ertrinken so viele im Mittelmeer, hinzu aber im Grunde macht dann doch jeder sein Land dicht und nimmt eventuell aus humanitären Gründen ein kleines Kontingent, sodass wir diese Lager in Griechenland, in Moria, wir haben sie auch an der Grenze zu Kroatien, in Bosnien mit schlimmsten Zuständen. Wir haben ein riesiges, nicht gelöstes Flüchtlings- und Migrationsproblem und das ist der Boden, auf dem diese Strömungen gedeihen. Das war auch in den USA, die Mexiko, die Grenze zu Mexiko, war ein riesen Wahlkampftriumph von Trump, ich halte euch die vom Leib durch Mauerbau, ja, durch richtigen Mauerbau, wie hier in Berlin. Und gut, ich denke, nur wenn wir das irgendwie lösen können und wenn wir den Leuten auch, hier wurde von den Arbeitern geredet und in den USA war es ja dieser Rostbelt, die Arbeiter in den früheren Stahlindustrien und, die arbeitslos geworden sind, wenn wir denen die Angst nehmen, dass die Migranten sie noch weiter sozusagen in die soziale Verelendung treiben, nur dann wird man gegen diese Strömung erfolgreich sein. Das war jetzt quasi ein ganz, ganz großes Sachthema. Gibt es auch irgendwie einen Tipp für die politische Kultur des Umgangs? Nun, ich würde sagen, die kann sich bewähren, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie die Impfpolitik sein wird. Das interessiert jeden, der, weil alle geimpft werden sollen, zumindest Erwachsene. Das ist hoch umstritten. Es gibt in einigen Ländern ganz andere Kriterien. Das sollte nun in den Parlamenten diskutiert werden und nicht in der Runde alleine bei Frau Merkel. Und das sollte auch nicht, wie es jetzt geschehen ist, durch Rechtsverordnung durch Herrn Spahn festgelegt werden, sondern das wäre jetzt an der Zeit. Zu Anfang hat man ja gedacht, das geht jetzt ganz schnell mit dem Impfen, so schnell geht es nicht. Es war also dann, man hat das ja durch Rechtsverordnung schon mal jetzt geregelt, kurzfristig, aber es wäre jetzt sehr sinnvoll, diese Debatte mal zu führen und dann könnte man sehr konkret zu Ergebnissen kommen und Erfahrungen austauschen, auch aus anderen Ländern. Das bewegt die Menschen und was die Menschen bewegt, sollte auch die Parlamente bewegen. Vielen Dank. Eine kleine Anmerkung hätte ich allerdings doch, obwohl ich das eigentlich
versuche in der Regel zu vermeiden. Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass der Diskurs, wie wir ihn hier gepflegt haben und wie Sie ihn vor allen Dingen pflegen, und das, was ich da jeden Tag in den sozialen Medien lese, teilweise sehr weit auseinander liegt und offenbar ein Problem auch darin zu sein scheint, dass es da wenig Brückenschläge und Austausch gibt. Das war ein Versuch hier, ein bisschen sowas herzustellen. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung und meine Anmerkung zu dieser Problematik. Werden Sie recht haben. Danke. Ich bin kein Influencer. Dazu bin ich mit 72 jetzt zu alt, als dass ich mir auch noch eine Fangemeinde da... Oh, es gibt 80-Jährige. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ich fühle mich... Ich fühle mich zu alt. Also das ist natürlich auch ein Problem, dass ich jedenfalls in den sozialen Medien so nicht mehr unterwegs bin. Ja, und es mich auch nicht drängt, morgens erstmal runter zu scrollen, wer hat mir jetzt wieder was geschrieben. Also da sage ich doch schon, ich bin noch mit der Tageszeitung unterm Arm groß geworden und bin nicht bereit. Und wenn man das schon sagt, dann muss man auch die Blase sehen. Ja, die bestätigen sich ja immer selber in dem, was sie lesen und was sie zur Kenntnis nehmen. Und selbst wenn ich im Internet aktiver wäre, sie würden es im Zweifel nicht lesen, weil es sie nicht bestätigt. Gut, das ist jetzt ein ganz weites neues Thema. Jedenfalls vielen Dank, es muss ja auch nicht jeder alles machen. Vielen Dank, dass Sie uns hier so Rede und Antwort gestanden haben. Und ich habe ja auch ein bisschen gepiesackt in der Richtung. Also vielen Dank jedenfalls, dass Sie das gemacht haben. Einer muss die Fragen stellen. Ja.